ist jetzt, ich glaube, 7:30 und ich habe ein richtig cooles T-Shirt. Das ist ein Polo-T-Shirt. Hier steht, hier ist mein Logo einmal und hinten drauf ist es nochmal in ganz groß. Ich finde das so cool, auch wenn es irgendwie aussieht wie so ein weißes T-Shirt. Das heißt, ich könnte damit auch reiten, also eine Prüfung reiten. Aber ich glaube, dazu nehme ich lieber meine weißen T-Shirts. Wir fahren jetzt auch gleich schon los. Bring meinen kleinen Bruder in den Kindergarten und dann fahren Papa und ich schon mal zum Stall, fahren dann mit Juni zu Jim. Meine Mutter und mein kleiner Bruder kommen dann, wenn mein kleiner Bruder Kindergartenschluss hat, hinterher. Ich habe heute um 17:30 Uhr Training bis 18:30 Uhr mit dem Länderverband. Und wir fahren auch gleich schon zum Stall. Ich bin mega aufgeregt. Naja, dann sehen wir uns gleich. So, mittlerweile sitze ich auch schon im Auto. Da hinten hängt mein Jackett. Mein kleiner Bruder wird gerade in den Kindergarten gebracht. Also, wir stehen hier vor dem Kindergarten und Papa bringt ihn rein. Wir fahren gleich los. Also, wir fahren gleich los zum Stall. Hier ist noch mein Tee. Ich liebe momentan einfach Tee. Ich bin zwar noch ein bisschen verschnupft, aber es ist auf jeden Fall schon wieder besser. Und ich werde auch wahrscheinlich mehr Abstand halten als 1,5 Meter zu den anderen Leuten. Also ich versuche es so gut wie es geht. Und mich auf jeden Fall an die Hygienemaßnahmen halten. Ich bin irgendwie jetzt schon aufgeregt. Gestern Abend war ich überhaupt nicht aufgeregt. Also es war so, es hat sich angefühlt, wie als wäre morgen ein ganz normaler Tag. Also von gestern, heute ein ganz normaler Tag. Aber nein, es ist ja nicht so. Ja, es gibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Dann würde ich jetzt sagen, sehen wir uns gleich wieder, entweder am Stall, auf der Fahrt oder beim Turnier. Bis dann. Juni und ich sind jetzt schon angekommen. Er darf hier schon so ein bisschen Heu fressen. Juni steht in einem kleinen Paddock. Also, was heißt kleinen Paddock? Ist eigentlich bis zu der Litze da hinten. Geht da dann noch weiter und so. Und wir haben schon getestet, auf dem Zaun nicht rum drauf. Musste er auch testen. Ja. Er war am Anfang ein bisschen aufgeregt, aber jetzt ist er eigentlich auch wieder entspannt. Bei manchen Sachen ist er noch ein bisschen aufgeregt, aber das geht eigentlich und das ist kein Vergleich zu Bad Münder, wo er am Anfang mega aufgeregt war. Ne, nicht mehr auf den Fuß treten. Ich werde jetzt erstmal noch wahrscheinlich ein bisschen bei Juni bleiben, dann wahrscheinlich die Ovalbahn suchen. Denn ich habe heute Abend hier Training und da sollte ich die Ovalbahn schon gefunden haben. Juni ist ein bisschen dreckelig. Also auf dem Popo hat er sich heute Nacht ein bisschen dreckig gemacht. Oh ja. Aber sonst geht das eigentlich. Oh. Vielleicht kann ich ihn ja auch irgendwann irgendwo mal abspritzen. Das wäre echt cool.
Wasser hat, bekommt er hier auch. Und seht ihr dieses Schild? Da steht Palomino und er ist ein Isabel, kein Palomino. Und außerdem ist er kein Hengst, also kein Stallone, sondern ein Wallach. Aber ist ja auch egal. Jetzt sind tatsächlich noch relativ wenig Leute da. Aber es kommen immer mehr an. Und wir haben uns gerade umgeschaut, wie die Bahn ist, wie die Halle ist. Und sie haben hier auch einen Abstandsplatz. Das heißt, im Notfall kann ich Juni auch einmal sauber machen mit Wasser. Und wir sind nachher um 17:30 Uhr mit Training drin. Jetzt haben wir es gerade 20 nach 12. Ich bin total aufgeregt. Das ist cool. Hier ist unsere Ferienwohnung, aber wir wissen noch nicht wo und wir haben noch nicht mal den Schlüssel. Den bekommen wir aber auch gleich. So, jetzt sind wir in der Ferienwohnung. Man kommt hier die Treppe hoch. Und dann hat man erstmal den Blick. Wenn man dann rechts geht, kommt die Küche. Wenn man dann aus der Küche rausgeht, kommt man schon gerade Zimmer auf das, gerade auf das Badezimmer hinzu. Doch so ein Minibad mit Toilette und Waschbecken. Da, uninteressant. Dann kommt man in den ersten Schlafraum, wo Mama und Papa schlafen. Mit Schränken. Hallo. Dann von hier geradeaus geht, hat man hier noch so einen Flur. Dann hier das Schlafzimmer von mir und meinem kleinen Bruder. Ich schlafe wahrscheinlich da. Und ja, das da ist mein Ranzen. Und das da ist der Rucksack, den ich so für die Fahrt mitgenommen habe. Mein Ranzen, da sind alle Schulsachen drin, die ich in der Zeit verpasse. Denn wir haben Dienstag und das Ganze geht bis Sonntag. Das heißt, ich bin von Dienstag bis Sonntag von der Schule befreit. Da haben wir dann auch schon das Wohnzimmer, ein Sessel, ein Schrank. Da ist nochmal so eine Ecke mit einem Tisch. Hier, dann da nochmal ein Sessel und da nochmal ein Sessel. Da ist ein Fernseher, wo gerade ein Video von mir läuft, aber ohne Ton. Da könnt ihr mein Video sehen. Hashtag Eigenwerbung. Das ist jetzt schlimm gestaltet. Da unten sind sogar noch Spiele. Oha. Wenn ihr das Video noch nicht kennt, schaut unbedingt mal auf meinem Kanal vorbei. Das kam am Montag online. Mit dem Abo fährt. Das ist so süß. Und Juni wollte im Galopp auf den Sprung dazu steuern. Aber egal. Da steht Juni jetzt. Er frisst noch ein bisschen. Und geputzt ist er schon. Willst du mal Hallo sagen? Willst du mal Hallo sagen? Nee. Und ja. Gleich Sattel und trense ich ihn. Dann gehen wir auch schon zum Training. Ne? Freust du dich schon? Das erste Mal auf der Ovalbahn von Gut Sandheide reiten. Danke, Trecker, dass du jetzt kommen musst. Einmal abgeappelt habe ich auch schon. Vielleicht sieht man den Fleck da hinten. Thank you.
Mama und Robby sind jetzt auch da. Und die holen wir jetzt einmal kurz ab. Ich will mit Juni eben noch mal kurz ausreiten. Die Warmreitstrecke, die wir sonst auch immer reiten, das sind 5 Minuten. Was heißt die, wir sonst auch immer reiten? Die wir dann vor den Prüfungen reiten wollen, das sind 5 Minuten. Wahrscheinlich werden wir ein, zweimal mehr drumherum, weil auf dem Abreiteplatz ist Juni nicht so. Da habe ich mehr mit ihm zu kämpfen, als dass wir wirklich warm reiten können. Und ich bin eigentlich zufrieden mit dem Tag. Guten Abend. Ich stehe jetzt schon wieder in meinem Zimmer. Hier immer noch mit meinem roten Bändchen. Da ist das Bett, auf dem ich schlafe, was ich noch ein bisschen aufräumen muss. Es wird ein ausführliches Video zum Gym geben, aber ihr werdet jetzt jeden Tag wahrscheinlich nur ein zusammengeschnitten, also ein nicht so aufwendiges geschnittenes Video sehen, sondern einfach nur die ganzen Clips halt ein bisschen zusammenschneiden und so, weil wir nicht wirklich viel Zeit haben. Werdet ihr jetzt leider sehen, aber ich hoffe, damit kommt ihr klar. Meine Mutter hat auch noch was von zu Hause mitgebracht, und zwar nämlich ein Deutscharbeitsheft. Okay, das ist langweilig, aber sie hat auch noch ein Mathearbeitsheft mitgebracht, das wir nämlich bestellt haben. Das ist heute angekommen. Ich liebe Mathe. Für alle, die es nicht wissen, ich liebe Mathe. Außer Geometrie. Wenn ihr mit Geometrie bei mir ankommt, nicht mit mir. Ich ziehe mich jetzt gleich um und ziehe dieses wunderschöne Poloshirt aus. Dann werde ich auch schon ins Bett gehen. Wir haben es mittlerweile. Es ist schon 22 Uhr. Ich glaube, ich gehe jetzt lieber ins Bett. Ich muss morgen zwar nicht so früh raus, da ich erst um 19.30 Uhr meine Prüfung habe. Aber trotzdem gehe ich jetzt lieber ins Bett. Gute Nacht!